Herzlich willkommen zurück bei Cathy Rain. Ja, hier in dem Familiengrab von dem Scheißpenner. Ja, wir müssen erstmal schauen, dass wir irgendwie Hilfe bekommen. Was auch immer er hier mit dieser Eileen hier angestellt hat. All right, we'll take it from here. Should we bring what's her name to the clinic? Eileen, and no, she's not physically hurt. It's just shock, that's all. I'll take care of her. Please, just drop us off at Grandma's. All right, then, but don't think you're off the hook for that stunt you pulled at the station. Considering the circumstances, I'm gonna refrain from hauling your ass back to that cell. But you better not leave town until we've sorted all this out, or you can look forward to a statewide APB. Got it? That's more than fair, Sheriff. Thanks. Good. Come by the station when you've dropped off your friend. We'll need to take your statement. I will. It's my fault this has happened to her. No, it's not. You know exactly who's to blame. That vile man behind bars or whoever is pulling his strings. Go there, find out what he knows, and get to the bottom of this. It's too late for Joseph, but maybe she still has a chance. Well, I'm sure as hell not gonna wait here for her to rot away. Good. She'll be safe with me. All right, then. I'm off. Okay. Wir haben die bei Oma jetzt erstmal hingelegt. Und wir fahren jetzt dann zur Polizei. Die brauchen ja noch unsere Aussage. Das machen wir natürlich jetzt sofort. Dann gehen wir nochmal. Dann gehen wir nochmal in die Zelle, treten den Typen richtig in die Eier. I am. You guys want my statement? Yeah, the sheriff is waiting for you. All right. Let's talk, Sheriff. And that's when I found that creep with her tied up in the crypt. Jesus. I had my suspicions about that church, but I never thought it went this deep. Yeah. So, what happens now? I'll call the judge and get a warrant. We find anything else, that bastard won't get away with it. Okay. Can I go talk to him? Go ahead. Ask Lenny to go with you if you need him. Will do. Thanks, Sheriff. Think nothing of it. Ich brauch den Lenny nicht. Es sei denn, er will ihn festhalten, dass ich besser zuschlagen kann. Aber sonst brauche ich ihn eigentlich nicht. So, du kleiner Penner. Hello again, my child. I hope halt dein Scheißmaul. For a man of faith, this is a room fit for a king. Speak what you will, I have all the time in the world. Tell me what you did to my friend Isaac. I offered her to God. And the Lord accepted her with open arms. She is part of his world now. You're not talking about a Christian God. Of course not. I'm talking about the old God, slumbering in the darkness beyond. What are you saying? You offered Eileen's soul to this God of yours? She is but one of many. I guided them all to the stairs of judgment. Wait, so you were responsible for all those people disappearing? Going crazy? All I did was bring them face to face with God. If they chose to reject him, they were beyond redemption. Scheiß die Wand an, ey. Who is the man dressed in red? No one that concerns the likes of you. Wait, so you do know something about him? Certainly, but that knowledge is not to be shared with... Okay, das soll man keinen Ungläubigen erklären. What is your church really about, Isaac? What are you trying to accomplish? The same as any other church. All we want is the salvation of mankind. By any means necessary? Clearly kidnapping isn't out of the question. A necessary evil. I look at the bigger picture, the greater good. One day you'll understand. Boah, dieses Gelaber immer. I'll stop you, if it's the last thing I do. You can try, child. I have God on my side. Du hast einen Scheiß auf deiner Seite. Why did you have Lily Meyer's painting stolen? Because Charles Wade isn't a man keen on sharing. Fine.
Let me put it this way. Why did you try to get your hands on the paintings? Lily was special in God's eyes. A chronicler, a bestower of wisdom. As an emissary of God, it was my duty to unlock the divine knowledge in her work for all of mankind. Okay, die war so eine besondere Type. Chronistin, das hat ja dieser Johnny da auch schon gesagt. What do you really know about Lily Myers? Oh, the drowned girl is a conundrum. In life, part prophet, part mender. In death, ascended, united with the holy conduit. Boah, ist das ein Gelaber. What happened to my grandfather? Alas, I did not. At the time, I wasn't enlightened. And neither was my father. But Grandpa showed the same symptoms as Eileen. Then he was claimed by God, without my guidance. Praise him. I don't need to ask him that now. Okay, das muss ich ihn nicht fragen. I'm done here. Good. Now go repent, sinner. Halt dein scheiß Maul, ey. Nothing else in there. Können wir ihn den Fernseher anmachen? Ich dachte, vielleicht können wir den Fernseher anmachen, sodass wir, dass es ihm tierisch auf die Eier geht. Können wir noch mit Lenny ein bisschen sprechen? Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Do you know anything about a weird bald guy dressed in red around here? You're joking, right? Oh, never mind. They already arrested Isaac. There's nothing. Nah, I... Well, okay, gotta go. Das will er ihn auch nicht fragen. Dann fragen wir mal den Sheriff, vielleicht weiß der noch was. Hello, Sheriff. They already arrested I don't need to ask. Okay. That's all for... Das müssen wir ihn nicht fragen. Ist jetzt die Frage, ob es jetzt freigeschaltet ist. Also, dass wir da hin können. Wüsste ich gerne, was da drin ist. Nee. Ist es leider nicht. Tja, wir fragen mal meine Oma. Oma weiß alles. Vielleicht weiß die, wo dieses Mietlager ist. Any change? Sadly not, dear. Oh, Mann, das macht mich richtig traurig. There are a few things very well. Jetzt kann ich mich nicht setzen wegen der Spaß. I don't see a reason to. Mann, warum denn nicht? Okay, good luck. Aber ich will doch dahin unbedingt. Hey, these keys are almost identical. They must open different storage units in the same facility. I wonder what this unlocked. Aber wo ist denn dann? Small key. Wo ist denn dann das Mietlager? Ist das. Habe ich hier oben eine Karte? Diagramm. Büroschul, der Aktenkoffer. Nah. Teddybär. Mr. Bay. Good idea. Okay. Wie ist das bei den Mietlager habe ich bisher noch nicht gesehen. Vielleicht, Achso, zur Kirche können wir gar nicht mehr. Ah ne, zum Krankenhaus können wir nicht mehr. Zur Kirche können wir aber. Können wir uns hier nochmal umsehen? Vielleicht haben wir hier drin noch irgendwas. Ich will zum Beispiel wissen, was da ist. Okay, hätten wir das auch geklärt. I wonder what the church was like back when Father Bill was in charge. Ey, ging hier die gleiche Scheiße ab, das glaube ich mal. Ein Glasfenster. There they are again, watching my every move in this place. Okay, das bringt uns ja auch nicht viel weiter. Dachte ich jetzt vielleicht. Vielleicht hier. Dass wir die vielleicht jetzt aufschließen können. Aber es ist ja kein Mietlager, ne? Locked. Ja, da habe ich mir gedacht.
Okay, geht zu den Blackheads, können wir auch nicht mehr fahren. Naturschutzgebiet könnten wir noch fahren. Können wir eigentlich mal hinfahren, wer hat sich da noch irgendwas getan? Nein. Friedhof wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich da soll. Wir fahren mal zur Hütte. Vielleicht hat die noch irgendwas zu erzählen. Ey, die Möwe ist weg. Anybody home? Guess not. Locked. It's a simple tumbler lock. Ja, dann. Easy going. Okay, zack. 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 Nein. Zack. Zack. So. 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 Ah! Schon wieder falsch. So. 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 Und so. Knickknack. Aufgesperrt. Haben wir nur gemacht, weil wir da Schreie drin gehört haben. Nur deshalb. Okay, das ist ja hier der rote. Must be Lily. She seems very happy looking up at the red man. Ist der Junge? Is this how Nathan still sees himself as a little boy? Der Junge ist auch ein bisschen zurückgeblieben, ne? A bald man dressed in red. Oh, creepy. Okay, das hat uns jetzt nicht so weitergebracht. Der Herd. Like they barely touched the food. Was? Warum? Elk, by the looks of it. They're fairly common in Conwell Woods. It's an early painting by Lily Myers. Very lifelike. Contrary to popular belief, I don't believe the owls are more than what they seem. Yet another burial ground for those sweet, addictive, not to mention cancer-inducing sticks of tobacco. I'm a huge fan. Yeah. Aber wieso können wir hier... Warum müssen wir hier einbrechen? Wenn wir hier nichts machen können. Okay. Oh, gee, I... Waschen wir hier Zigarettenstummel? Somebody around here is a chain smoker. We have... Wald, Tür, Thermometer. Können wir das jetzt einfach mitnehmen? It doesn't belong to me. Na gut. The Catmobile. Okay, hier im Haus die Hütte am See. Können wir auch nichts machen. Ja, scheiß die Wand an. Wo kommen wir denn? Warte mal, da waren wir, da waren wir. Hier waren wir. Ja, können wir eigentlich nur zum Friedhof fahren, oder? Aber hier ist ja auch kein Mietlager. Okay. I'm gonna find out what happened. I never thought I'd return to this place. Tja, hast du gedacht. Können wir hier vielleicht noch irgendwie was drin sehen oder so? Arthur Price, born April 11th, 1918, died December 4th, 1982. Isaac Jeremiah Price, born March 3rd, 1959. So, that's death date is left blank. Joshua David Price, born June 8th, 1961, died September 5th, 1983. Oh, der ist aber nicht so alt geworden. Isaac's brother, perhaps? Barbara Price, born July 19th, 1921, died January 4th, 1979. Auch nicht so alt geworden. Agatha Price, born November 13th, 1899, died July 17th, 1979.
William Thomas Price, born February 13th, 1931, died October 21st, 1983. Father Bill himself. Henrietta Ann Price, Father Bill's wife. Ernest Edward Price, born December 20th. That grave is blank. Probably Okay, die Gräber sind alle. Ja, kacke, was machen wir denn jetzt? Steht aber auch keine Adresse drauf oder so, ne? This must open some kind of storage unit. Ja. A small key with a tag attached, labeled Storage A5. Aber ich kann da doch nicht mit ins Mausoleum, oder? Also, dass ich da irgendwie was aufmache? Sind doch nur A4. That combination. Richtig. Gott sei Dank, ey. Aber wo ist denn diese scheiß Storage Unit? Ich muss doch da irgendwo hinfahren können. Nur wo ist er? Hütte am See, da waren wir. Schmiedlager möchte sie die nicht fragen. Ja, wir fahren mal zur Polizei. Vielleicht haben wir da was übersehen. A medieval fortress near an ocean, probably supposed to be somewhere in Europe. Various notices and a wanted poster. Various. A bunch of cops line. Okay, wir sprechen mal Lenny an. Hey Lenny. Hello Cap. Okay, wir haben. Nah. Sie will ihn das nicht fragen. I probably shouldn't. He might ask. I probably. Okay. Well, das wollen wir nicht. Es muss doch irgendwo eine Karte geben, wo dieses scheiß Lager drin eingezeichnet ist. No wanted posters. Huh, very fun. Okay. I don't need to show that. I could, but I'd rather not tip him off before I know what this key opens. Okay. Vielleicht das nochmal? I'd love nothing more, but I need to figure out what he knows. I have more. Speak what you will. Okay, nee. I'm done. Good. Der hat auch nichts mehr zu sagen. Land of the free. Land of the free. I would, but I can't do that. Maschine, Schreibtisch, Telefon. I can't while he's. I think he'd object. Aber wo kriege ich denn? Wo zum Teufel ist dann dieses scheiß Mietlager? Ich hätte jetzt gedacht hier. Aber hier darf ich nie hinfahren. Oma weiß nix. Hütte am See waren wir, bringt nix. Naturschutzgebiet. Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was mir das bringt. Weil hier ist ja einfach auch nix. Hier ist gar nix. Ne, das bringt nix. Tja. Würde ich aber mal sagen, wir fahren mal zur Hütte am See. Da weiß ich mir auch noch nicht genau, warum wir da einbrechen konnten. Und dann würde ich sagen, finden wir das einfach in der nächsten Folge raus, wo das Mietlager ist. Dass wir ja hoffentlich dann weiterkommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Sehen uns dann in der nächsten Folge von Cathy Rain. Bis dahin, auf Wiedersehen.